Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Die letzte Aufnahme war ziemlich erfolgreich. Beide Spiele gewonnen. Vor allem das letzte Spiel sehr knapp gewonnen. Erst nach der 80. Minute das 1-0 geschossen. Das ist mal wieder eher ein schwaches Team, aber natürlich trotzdem schneller Sturm. Und schauen wir mal. Oh, Torhüter mit Basic Chemistry Style. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt das da anknüpfen könnten an die Erfolge der letzten Aufnahme, aber es ist nur ein Spiel, die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Das ist gelb, oder? Taktisches. Das ist eigentlich gelb. Ich glaube, er gibt kein Gelb, aber es ist eigentlich gelb. 92, da muss man es eigentlich so probieren, zumal er eigentlich ziemlich gut steht. Also man kann es einfach nicht einschätzen, wo die dreckigen Bälle hingehen. Es ist unglaublich. Ich raff das nicht. Vor allem wie flach der war. Der wäre ja nicht mal ansatzweise über die Mauer drüber. Es waren 22 Meter Entfernung. Ich habe zwei Striche gemacht. Ey. Ich verstehe nicht, wie die jedes Jahr die Freistöße schlechter machen. Es muss doch wenigstens möglich sein, mit Freistoßspezialisten, wie jetzt einem Rodriguez, der 92 auf Freistoßpräzision hat, muss es doch möglich sein, mit denen anständige Freistöße zu schießen und eine Konstanz zumindest reinzubekommen, dass man einschätzen kann, wo so ein Kackball hingeht. Das ist unglaublich. Haben wir schon direkt das Freistoßtor gefressen in FIFA 18? Ich glaube nicht, ne? Schade. Sehr gut, da haben wir jetzt, glaube ich, verwirrt, dass wir nicht auf den Ballführer gegangen sind, sondern mitgelaufen sind, damit er halt keinen dummen Laufpass spielen kann. Schade, aber wir haben den Ball nochmal. Oh, wenn er zum Schuss kommt, dann geht er wahrscheinlich rein. Also wenn er nicht geblockt wird, dann ist er zum Schuss gekommen. Also mein jetziger Eindruck sagt mir, der Gegner ist nicht so gut. Mal gucken, ob das so bleibt. Schöne Schusstäuschung und dann macht Sergej sein erstes Tor. Sehr geil. Die Schusstäuschung war halt. Oh, der Gegner haut direkt ab. Sehr, sehr geil. Es läuft, es läuft. Sehr geiles Tor. Aber wie gesagt, die Schusstäuschung war da halt vor allem super edel. Super edle Schusstäuschung. Und dass Sergej dann aus der Position ein Tor macht, ist auch nicht so einfach. Sehr, sehr fein. Und Vorlage von Anderson. Also der bleibt auf jeden Fall, da gefällt mir sehr gut. Vor allem hatte ich ihn mir halt geholt, damit ich halt nach vorne ein bisschen mehr Gefahr ausstrahle, aber trotzdem auch. Nee, Quatsch, ich habe ihn mir eigentlich geholt, um defensiv gut zu stehen und da ist aber auch nach vorne ganz gut. Was hat er denn? Vor allem, wir haben 5 Sekunden gespielt und Brozovic verletzt sich für 2 Spiele. Was ist denn da los? Ah, ich hoffe mal, ich habe da noch Arm. Wir können doch mal eigentlich direkt mal gucken. Wobei, vielleicht bricht ja auch wieder der Gegner nach 5 Sekunden ab, dann brauchen wir keine. Dann können wir 2 Spiele mit der Bundesliga machen. Schauen wir mal. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich meine, wir haben es 1-0 geschossen. Nee, war das jetzt 1-0 oder war es 2-0? Nee, wir hatten nur ein Tor, ja. Es war 1-0, keine Ahnung, der Gegner da direkt abbricht. Ich meine, es ist Samstag und nicht mitten in der Nacht. Es kann doch nicht sein, dass er jetzt keine Zeit mehr hat. Gut, kann trotzdem sein, weil morgen ist Heiligabend und so, aber naja. Egal. Gut für mich. Ich meine, ich habe ja auch noch viele Spiele. Rebel with a cause oder was? Stand-up Cancer oder so stand da irgendwie drauf. Also wohl gegen Krebs, dieses Trikot, sehr gutes Team. Und die Legende, die eigentlich so gut wie jeder hat. Ich meine,
Wenn ich die Karte hätte, würde ich sie wahrscheinlich nehmen und spielen, aber das ist eine Squad-Building-Challenge. Ich glaube, ich habe keinen Bock, die zu machen. Also, die ist auch sehr teuer. Aber ich glaube, wenn ich die Kohle habe, werde ich auch keinen Bock, die zu machen, weil die so viele haben, die Karte, das regt mich auf. Das war ja auch mal ein Grund, warum ich früher so gern Bundesliga gespielt habe, weil ich echt wenige gespielt habe. Ich meine, ich spiele immer noch wenige Bundesliga, aber deutlich mehr als früher. Also früher habe ich so gut wie nie ein Bundesliga-Team gesehen. Ich sage jetzt mal so FIFA 12, 13 um die Dreh. Und da habe ich eine Zeit lang auch mit einem russischen Liga-Team gespielt. Da war aber auch die russische Liga noch mit ein paar deutlich besseren Spielern besetzt. Hat sich halt alles geändert, ne? Ach, jetzt habe ich gar nicht nochmal nachgeguckt, die Trottel. Komm schnell! Ah, jetzt kann ich es nicht nochmal sehen. Egal, konzentrieren wir uns. Gucken, was geht. Es ist nur ein Spiel. Wir verlieren auch irgendwann wieder ein Spiel, von daher. Und wenn es jetzt das sein soll, dann muss es halt so sein. Aber ich werde natürlich alles dafür tun, dass es nicht das Spiel ist, was ich verlieren werde. Ach, ich wollte eigentlich direkt passen. Fuck. Das war knapp. Sehr schön verteidigt mit Sokrates. Ah, Stellungsfehler, nice. Oh, krass. Krasse Parade von Cech mal wieder. Ah, oh, schade. Komplett ungefährlicher Kopfball. Krasser Fehler. Krasser Pass. Dann war leider wieder mal Tschech im Weg. Ohne Scheiße, ich dachte, er geht komplett daneben und Tolisso macht hier einfach mal absolutes Traumdistanztor. Was ist denn hier los? Nice. Aber ich hatte halt so viel Zeit nach dachte, ja, was soll ich? Scheiß drauf, jetzt schießt halt mal. Musste mich mal schneuzern. Meine Nase läuft ein bisschen. Ich habe aber Angst, meinen Controller wegzulegen, weil ich Angst habe, dass der Wackelkontakt wieder losgeht. Was für ein Schuss. Perfekt platziert. Und ja, wenn. Ich glaube, es war trotzdem knapp. Aber wenn Cech ihn nicht hält, dann wird es auch nicht viele Torhüter geben, die ihn halten. Ich weiß nicht, ob Cech Probleme hat mit Hechtparaden. Dann könnte das ein Grund sein. Oh! Den habe ich wiederum drin gesehen. Glück gehabt, dass das nur ans Alu ging. Krass. Also mein dachte ich, da geht daneben und der dachte ich, ist drin. Also Glück ist gerade auf unserer Seite, das finde ich gut. Die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht, Freunde. Daran liegt's. Hoffe ich zumindest. Natürlich wollte ich nicht dahin spielen. Aber es hat halt glücklicherweise trotzdem geklappt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tolisso macht noch so ein Ding, diesmal mit dem linken. Jetzt hätte ich gerne den Finger gesehen, wo er Sch macht. Das wäre geil gewesen. Und ich scheiße, ich dachte so, ja, Tolisso hat gerade einen gemacht, komm, du probierst es einfach nochmal, aber noch einen macht und er macht noch einen. Ach du Scheiße. Krass. Wir waren auch nicht mal gut ausgerichtet zum Tor oder so. Ach du Gott.
Du liest so Info, hat er so einen krassen Distanzschusswert oder ist das gerade einfach nur unglaubliches Glück? Wahrscheinlich ist es gerade nur unglaubliches Glück. Müssen wir direkt nochmal nachschauen, was der für einen Distanzschusswert hat, weil das ist krass. Zum Glück war dann Radecki einfach schon zu nah. Immer auf sehr defensiv. Ich meine, steht 2-0. Und ich glaube, der Gegner ist gar nicht so schlecht. Also dieses 2-0 ist ultra glücklich, zumal wir halt, es waren halt zwei Distanzschüsse. Vor allem der zweite, dass der zweite reingeht, ist richtig krass. Ach, ich glaube, da hätte ich echt einen Laufpass nehmen sollen. Und Alaba, Alaba. Und er hatte auch halt auch schon einen Alu-Treffer, also darf man halt alles nicht überbewerten hier, dieses 2-0. Jetzt auf jeden Fall kein Anschlusstreffer. Oh, Alter, verlier doch mal den Ball! Meine Fresse! Krass, wir haben sogar Ballbesitz. Verstehe ich nicht, warum Origi hier nicht im Lauf geht. Oh, oh, unten, unten. Ah, okay, gehabt. Alaba läuft zu. Wer weiß, ob Schmelzer zugelaufen hätte. Er will seinen scheiß Ball rollen, aber die haben zum Glück bisher nicht ganz so gut funktioniert. Bailey, eine absolute Macht. Das war dumm von mir. Das war so dumm. Warum schieße ich denn nicht selber? Schade. Oh, das war so richtig blöd gerade von mir. Unglaublich dumm. Wieder Bailey. Ich sage ja, das ist auch defensiv nicht zu unterschätzen. Oh nein, nicht dahin. Zum Glück ist Origi Kopfballstreik. Geiler Pass. Elfmeter? Wofür denn? Ich habe aber auch leider auf Passen gedrückt statt auf Schießen, ne, bei dem letzten Kopfball. Aber ein 3-0 wäre geil, aber was wollte ich sagen? Oh, vielleicht bricht der Gegner jetzt schon ab, sehr geil. Was wollte ich sagen? Ich habe es wieder vergessen. Ach ja, ich hätte bei dem einen dann nochmal weiterleiten müssen, aber ist doch egal. Wirklich Alaba, der jetzt den Elfmeter macht. Das ist krass. Und ich sag mal, jetzt fällt der Baum. Schönes 3-0. Es ist gegen den Gegner immer noch ein Restrisiko, weil es jetzt weiterspielen sollte. Weil ich traue dem echt 3 Tore in der zweiten Hälfte zu. Da müssen wir aufpassen. Er brecht es ab, das wäre geil. Ich glaube aber auch, der Elfmeter war glücklich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich habe es nicht gesehen. Aber die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht. Scheiße, er stellt einen Helmer noch irgendwas um. Wie gesagt, ich traue da auch noch 3 Tore in der zweiten Hälfte zu. Deswegen, also ein 4. Tor wäre für mich der Deckel erst. Oder wir schaffen es halt, das 3-0 weit in die zweite Hälfte reinzutragen. Aber wenn das nicht der Fall ist, also ich sage mal mindestens 70. Minute 3-0 oder halt jetzt mal ein 4-0 machen, dann traue ich dem halt echt zu. Ich traue ihm auch einen schnellen Anschlusstreffer zu. Er hat echt super gut gespielt. Von so gut wie nie sinnlos den Ball verloren. Also, na, da muss man schon aufpassen. So, auf totaler Abwehrriegel mache ich jetzt nicht. Das ist mir einfach zu defensiv. Da reicht mir der sehr defensiv Modus aus. Mit ein bisschen Glück. Oh, schade. Ist jetzt ein bisschen aggressiver und loser und verkackt's mehr. Ich meine, von der Statistik her sieht es echt so aus, wenn wir der bessere Spieler wären, aber er macht's von echt nicht schlecht. Ich hab's aber auch gut verteidigt.
in vielen Fällen, deswegen ist er nicht durchgekommen, aber wie der halt durch kombiniert, wir kriegen 1000 Stunden, wenn wir den Ball bekommen hier, immer mit seinen Ballrollen. Ballrollen, bin ich blöd mit seinem Ball zurückziehen? Warum sage ich den Ballrollen dazu? Das sind doch keine Ballrollen. Ja, mal Glück. Schade. Das war zu einfach. Er hätte sich darauf konzentrieren sollen zu schießen. Ich glaube, das wäre deutlich besser gewesen. Aber ich kenne das. Man will dann diesen Pass spielen und dann verliert man irgendwie die Übersicht oder ist nicht mehr offen für neue Ideen und dann spielt man einfach stur diesen Pass oder versucht ihn halt zu spielen. Schade. Es ist nicht ganz so wichtig, hier noch ein Tor zu schießen. Es ist einfach wichtig, gut zu verteidigen und keins zu fressen. Gut gemacht. Gut abgefangen von Ginter. Schade, oh, schade, schade, schade. Genau richtig gemacht mit Goretzka. Wie gesagt, wir verteidigen es echt gut. Und ich glaube, gestern hätte ich gestern gegen ihn spielen müssen, hätte ich sowas von verloren. Schade. Weil er war nicht in der Lage, so gut zu spielen. Auch wieder genau richtig, gut mitgelaufen von Alaba. Schade, der Pass war halt viel zu weit. Oh, krass gespielt. Krass gespielt. Fuck. 66. Und ohne Scheiß, es ist noch drinne, zwei Tore sind jetzt leider noch drinne. Och, das war so krass gespielt. Ist hoffentlich nicht direkt der Anschlusstreffer. Ich glaube, ich werde auch wechseln. Es ist echt zu riskant für gegen den Gegner, jetzt hier so arrogant zu spielen und nicht die Möglichkeit der Wechsel zu nutzen. Deswegen, obwohl ich jetzt zwei Tore noch Vorsprung habe, aber der Gegner ist mir einfach zu gut. Deswegen mache ich jetzt auch den Doppelwechsel. Ist gar niemand, toll. Oh, schade, schöne Idee, aber da hätte ich auch abschließen können. Hätte ich noch mal passen müssen, glaube ich. Eigentlich gut gemacht, leider bleibt am Ballbesitz. Ja, jetzt kriegt er hier aber gerade ziemlich viele knappe Bälle und das ist mal bei uns sehr gut.
Oh, wir haben ja schon 80. Ich hab's echt gar nicht gerafft. Aber solange ich noch 2 Tore Vorsprung habe, gehe ich natürlich nicht auf Zeit spielen. Oh, so knapp. Aber es war auch der schwache Linke, aber trotzdem, schade. Das wäre natürlich auf jeden Fall der Deckel gewesen. Also ich bin mir jetzt schon eigentlich schon relativ sicher, dass wir das nicht mehr verlieren, aber man weiß ja nie. Sehr gut von Alaba. War halt auch abgefälscht, der Pass. Es war wieder zu eindeutig. Es ist auch ein Tick schlechter geworden, würde ich sagen. Aber es ist dann meistens so, man will halt unbedingt dieses Tor erzwingen und dann wird man automatisch schlechter. Ey, Janussi nimmt den Abpraller mit. Oh, und der Gegner bricht echt ab. So, ich habe leider nicht meine Zeit eingestellt. Ich habe mir jetzt noch ein drittes Spiel, weil der eine hat ja totalzeitig abgebrochen und der jetzt auch ein bisschen eher. Ich glaube, das ist eine Ausnahme für ein drittes Spiel, oder? Alaba, Tolisso, El Yunusi, Vorlagen. Oh, und wieder hat Raphael nichts gemacht. Oh, ey, das kotzt mich an. Ah, fühlt sich ganz gut an. Ich lasse Raphael auf jeden Fall die komplette Weekend League. Ich muss auch mindestens 2 Spiele, glaube ich, abziehen wegen Freundschaftsspielen, wo ich einfach noch ein bisschen rumgealbert habe. Er hat bisher 2 Scorerpunkte nach 5 Spielen. Das ist aber immer noch scheiße. Es ist immer noch scheiße, auch wenn wir 2 Spiele abziehen. Aber ich will da eigentlich die ganze Weekend League spielen. Und da hat er dann halt einfach die Möglichkeit, durchzustarten. Es kann nicht sein, es kann einfach nicht sein. Es ergibt keinen Sinn, dass Arangis der Beste ist. Es ergibt einfach keinen Sinn. Hallo. Ich meine, es macht auch Spaß, aber ich will einfach einen noch besseren Spieler haben. Weil gerade bei Arangis ist immer wieder mal der Fall, wo ich mir denke, oh fuck, warum hat er denn das Tor nicht gemacht? So, und das ist halt klar, weil er hat halt nicht die krassesten Abschlusswerte. Deswegen mache ich ihm da ja gar keine Vorwürfe, aber die anderen mit krassen Abschlusswerten, dann sollen die halt auch mal machen, verdammt. Also bisher hatten wir echt immer, wenn wir eine Heilungskarte gebraucht haben, haben wir immer die gehabt für die jeweilige Partie des Körpers. Das ist echt gut. Ich glaube, einmal musste man halt so eine allgemeine Heilungskarte verwenden, also die für alles geht. Das macht ja nichts. So, was haben wir hier? Es ist natürlich ein ultra krasses Team, aber ich glaube, wir haben jetzt so viele Spiele in Folge gewonnen, das ist klar, dass wir wieder die krassen Gegner haben. Das ist ja, brauchen wir nicht drüber reden, das ist auch besser als mein Team mit Abstand. Allein schon Ibrahimovic im Sturm, da ja, ist wahrscheinlich so viel wert wie mein ganzes Team zusammen. Und wir konzentrieren uns, die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht und vielleicht ist das Glück uns ja dann dadurch auch weiter hold. Und wenn wir gegen das jetzt verlieren, naja, dann ist es halt so. Ich meine, es ist halt echt ein krasses Team. Schade, ich wollte mal Tolisso nachmachen. Und Brozovic hat ja auch einen guten Distanzschuss, hat hier leider nicht geklappt. Jetzt macht das hier aber ganz schön knapp und riskant. Gut gemacht gegen Ibrahimovic, natürlich nicht so einfach. Was war denn das für ein Pass? Vor allem von Rodriguez, da ist er eigentlich drauf. Passmäßig. Oder war da abgefälscht? Ich hab's nicht gemerkt. Schöner Stellungsfehler. Klick. Oh fuck, von hinten rein, das ist eigentlich rot. Oh fuck, das ist rot. Da dreht er sich genau weg, als ich reingrätsch. Ja, das ist rot, das war so klar. Scheiße!
Ach, ich Vollidiot. Naja, wieder eine Chance, mit einer roten Karte ein Spiel zu gewinnen. Aber das ist natürlich bitter. Aber es war halt ganz klar rot. Der denke ich auch nicht umstellen. Da fehlt halt ein Sechser, was soll's. Ich muss ja irgendwie ein Tor machen, im besten Fall. Was halt echt nervt bei diesen roten Karten, ist dann irgendwann die Ausdauer. Die kackt halt so ab. Ich sehe mich schon wieder ins Elfmeterschießen kommen, eine ultralange Aufnahme produzieren und dann wieder verlieren, ne. Das ist aber auf jeden Fall auch ein Foul. Ach, das ist ärgerlich. Und es war halt echt nicht so gemeint. Ich wollte halt einfach den Ball wegrätschen. Es war auch keine Frustgrätsche oder so. Es war einfach nur ein Stilmittel, um das Spiel zu gewinnen. Aber es hat halt, es kam, hat genau im richtigen Moment sich weggedreht. Und leider dann dadurch die rote Karte provoziert. Ich wollte zu Icardi passen, schade. Das war mal eine gute Grätsche. Och, Khedira, Kapitän. Warum denn nicht? Scheiße, wir spielen ganz gut mit roter Karte. Das heißt, ohne rote Karte wäre es noch geiler. Das ist ein Spiel, was wir vielleicht, oder was, wenn wir es verlieren, vor allem wegen der roten Karte verlieren, glaube ich. Wir machen es bisher ganz gut gegen ihn. Sobald 1-0 steht für den Gegner, verlieren wir, bin ich mir relativ sicher. Weil er kann dann einfach so defensiv spielen und ja, also ich würde sagen, sobald 1-0 steht für den Gegner, ist es eigentlich durch. Ich meine, ich breche da nicht ab und versuche weiter zu spielen, aber es wäre halt wichtig, dass wir hier ein Tor schießen. Ecke? Ja, eine Ecke, immerhin. Komm, jetzt ein Tor, come on. Es wäre halt echt geil, mal mit einer roten Karte ein Spiel zu gewinnen. In so einer Situation. Also, wie gesagt, wo man nicht erst in der 90. die rote Karte bekommt und schon 3-0 führt. Geniale. Geniale Grätsche auf jeden Fall. Na, Icardi ist leider nicht schnell. Na, immerhin das Foul gezogen. Vielleicht machen wir jetzt mal ein schönes Tor. Scheiße! Wenigstens die Ecke, aber trotzdem. Fuck. War er zuletzt dran? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, wieso muss denn die Flanke so hoch sein? Was? Schon wieder Ecke? Krass. Das habe ich nicht gerechnet.
Danke. Oh, komm, 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 komm. Oh, Alu, wieso? Wieso denn Alu? Fuck! Scheiße! Also ohne Scheiß, obwohl wir die rote Karte haben, wir spielen besser und wir hätten es absolut verdient, hier zu führen. Fuck! Come on! Wenn ich jetzt, wann dann, wenn ich jetzt... Die Macht ist mit mir und ich bin eins mit der Macht, komm schon. Wäre absolut verdient, hier zu führen. Come on. Und das mit einer roten Karte, das ist schon krass. Macht aber auch ziemlich oft solche Stellungsfehler hier. Schade. So, wieder abseits. Schlecht gespielt von mir. Oh nein, aber wenigstens den Schuss nicht zugelassen, weil bei Ibrahimovic ist das halt dann auch gefährlich. Und wie gesagt, bei Freistößen bisher, ich glaube, wir haben noch keinen direkten Freistoßtreffer gefressen. Das musste dann natürlich jetzt das erste Mal passieren. Oh. Okay, das war's. Ich bin realistisch. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir jetzt verlieren. Da war auch mit Vollspann geschossen, soweit ich weiß. Es geht jetzt trotzdem auf Offensiv. Wir müssen ja einen Ausgleich machen. Es ist absolut unverdient. Wir hatten den Alu-Treffer. Wir hätten gewinnen müssen. Aber es wird wahrscheinlich ja jetzt nicht mehr möglich sein. Weil er spielt auch einfach sehr defensiv. Hat viel mehr Spieler auf dem Platz. Weil viel mehr ist betrieben, aber ein mehr. Und wir werden es verlieren. Wieder mal mit der roten Karte. Absolut unverdient. Wir waren der beste Spieler. Wir haben einen Alu-Treffer produziert. Nur leider, er macht so einen scheiß Lacker Alu. So ein. Ja, und dann ist es zweite und er ist nur am Lacken. Jetzt wechsle ich auch nicht mehr. Ich wollte gerade wechseln, aber jetzt ist es durch, das Spiel. Ja, die rote Karte hat es kaputt gemacht, das Spiel. Was soll es? Passiert. Und es ist noch nicht mal mit der roten Karte für ihn verdient, dass er jetzt hier gewinnt. Aber er macht halt einfach so ein scheiß Lacker Freistoßtor und naja, was soll es? Dann ist das Ding halt durch. Und er weiß genau, dass er super lucky in Führung ist. Wisst ihr was? Ich wechsle doch. Es ist nur ein 2-0. Scheiß auf die rote Karte. Wieder mal klickt, dass er geblockt wird.
Foul. Oh. Hauptsache, ich bekomme eine rote Karte. Klar, es ist verdient. Also jetzt schon das dritte Foul oder sowas nicht gepfiffen wird beim Gegner. Scheiß Schiri. Wechsle jetzt trotzdem. Ach, das ärgert mich, die rote Karte. Mann, Mann, Mann. Sonst hätten wir das Spiel bestimmt gewonnen. Ach, ich verstehe nicht, warum ich dann in so einem Moment noch dieses Pech haben muss, von wegen, die macht es mit mir. Dieses Pech haben muss, dass es halt Alu-Treffer gibt und so eine Scheiße, Mann. Wir waren klar besser in der ersten Hälfte. Da muss man doch auch mal belohnt werden. Da muss man doch auch mal belohnt werden und weiß ich nicht. Das Ding reinmachen. Ich meine, rote Karte nicht aufgesteckt und alles, aber es hat nichts gebracht. Ich verstehe es einfach nicht. Und im Gegensatz dazu habe ich schon verloren, als der Gegner eine rote Karte hatte. Da wollte ich leider auch nicht hinpassen. Das war dumm von mir. Gott, zu versuchen, das auszudribbeln. Ach, jetzt wenigstens, komm jetzt wenigstens noch das Lackertor nach der Ecke, dann haben wir noch mal eine spannende Schlussphase. Natürlich nicht. Schade, das ist echt bitter. Weil es halt so unverdient ist. Und vor allem, weil es halt keine Frustgrätsche war. Ich wollte überhaupt nicht scheiße reingrätschen. Ich wollte echt gut grätschen. War bitte eine Ecke. Ach, da war nicht abgefälscht. Wie macht er denn den Kopfball? Einzig Positive, ich habe bis zum Ende nicht aufgegeben. Ach, mehr Glück als Verstand der Gegner. Jetzt würde mir eigentlich ein Tor relativ wenig bringen, weil. Ja, es kommt auch nicht, aber es hätte mir auch nicht viel gebracht. Pfeif ab. Also, was sind denn das für lange 2 Minuten? Es ist 2 Minuten Nachspielzeit. Es war schon wieder viel länger als sonst. Ich meine, es ist in dem Fall jetzt egal gewesen, aber das verstehe ich auch nicht, wieso das manchmal viel länger ist. Ach, bitter, bitter, bitter mit der roten Karte. Das ist echt bitter. Das ist eine Niederlage, die wehtut. Aber egal, bis zum nächsten Mal.